Ein Geschenk für Fans, Ed Sheeran kündigt ein Live-Album seiner Mathematics-Tournee an. Mit großer Sorgfalt hat der Musiker Live-Versionen ausgewählt. Zudem sind einige seiner größten Hits in der Albumsammlung enthalten. Seit 2022 tourt Ed Sheeran, 33, erfolgreich mit seiner Mathematics-Konzertreihe und seine Fans dürfen sich in absehbarer Zeit auf noch mehr freuen. Der britische Musiker kündigte nämlich an, am 27. Dezember eine Live-Platte zur sensationellen Tournee zu veröffentlichen, getauft, plus ist gleich geteilt durch Mal, Tour Collection, Live. Laut Pressemitteilung haben sich die Fans ein Live-Album zur Tour sehnlichst gewünscht. Es wird weiter berichtet, dass der Künstler sich hingesetzt und mit großer Sorgfalt Live-Versionen seiner größten Songs ausgewählt, die ausschließlich während seiner Mathematics World Tour aufgenommen wurden. Die Sammlung wird zudem einige der größten Hits aus Sheerans bisheriger Karriere in der Studioversion enthalten. Live-Album ist als CD, Kassette oder mit Socken zu haben. Das Album soll digital und als Download, als Doppel-CD und Doppelkassette zu erwerben sein. Zudem wird es eine Limited-Edition CD inklusive Postkarten geben, die nur über den offiziellen Store des Musikers erhältlich ist. Dort gibt es auch die Möglichkeit, das Album in verschiedenen Bundles etwa mit Socken, Mütze oder Schal zu erwerben. Die Preise bewegen sich zwischen 17,99 Euro bis 93,99 Euro. Sheerans Mathematics Welttournee ist übrigens noch lange nicht vorbei, auch wenn er sich seit Mitte September eine Pause gönnt. Ab Mai nächsten Jahres geht es für den Musiker in Spanien weiter mit den Live-Auftritten. Auch einige Deutschland-Termine stehen noch auf dem Plan. Ende Juni steht er zweimal in Stuttgart auf der Bühne, Anfang Juli dreimal in Hamburg und Anfang September noch dreimal in Düsseldorf.